Bilingualism. Also Zweisprachigkeit. Wussten Sie, dass wenn Sie eine zweite Sprache sprechen und die zeitlebenslang immer wieder mal und Sie kriegen Alzheimer, kriegen Sie in 5 Jahren später. Das ist in 5 Studien, die älteste ist aus dem Jahr 2007, die jüngste ist ein paar Monate alt, in 5 Studien an Tausenden von Patienten nachgewiesen. Einfach 2 Sprachen sprechen bringt Ihnen 5 Jahre. Nebenbei die besten Medikamente, die wir haben, bringen Ihnen 3 Monate im Durchschnitt. Ja. Ganz kurz, ist es so, dass wenn Sie 3 Sprachen sprechen, haben Sie 10 Jahre länger Zeit? Nein, auch nur 5. Woher weiß man das? Weil die neueste Studie kommt aus Indien, da gibt es 12 offizielle Landessprachen und über 400 inoffizielle. Und da hat man an über 100 Leuten, die mehr als 3 Sprachen konnten, herausgefunden, das bringt denen auch nur 5 Jahre. Woran liegt das nebenbei? Das auch, wissen wir auch. In meinen Sprachzentren ist das Englisch nicht schön sortiert vom Deutschen, sondern alles durcheinander. Und wenn ich sage, hier ist ein Tisch, ist Table, das kann man nachweisen, auch aktiv. Damit ich nicht dauernd Kauderwelsch rede, brauche ich deswegen einen extra Kontrollprozess, der dauernd kontrolliert, Manfred, du musst jetzt Deutsch reden und das Englische muss der niederknüppeln. Und dieses ist eine extra geistige Leistung, die läuft automatisch, sobald jemand 2 Sprachen kann. Science Magazine 2009, wunderbare Arbeit, da hat man gezeigt, dass bei 9 Monate alten Babys, die 2-sprachig seit der Geburt aufwachsen, dieser Kontrollprozess schon nachweisbar ist. Und weil Sie sozusagen einfach extra geistiges Training haben, wenn Sie 2 Sprachen können, dann müssen Sie nämlich immer eine von beiden runterknüppeln und kontrollieren, dass Sie wirklich nur eine sprechen. Genau deswegen sind Sie einfach fitter, weil Sie automatisch üben, sofern Sie sprechen. Jeder Mensch spricht im Durchschnitt etwa 4 Stunden täglich. Sie haben also 4 Stunden täglich extra Training, einfach nur dadurch, dass Sie sprechen. Egal in welcher Sprache, wenn ich Englisch rede, muss ich Deutsch runterknüppeln, muss ich also extra auch arbeiten. Was Sie vielleicht jetzt interessiert, wer aus Stuttgart kommt, fragt sich, gilt Schwäbisch und Hochdeutsch auch? Die einfache Antwort ist, dazu gibt es keine Studie.